Zahnaufhellung ist eine beliebte kosmetische Behandlung, die dazu dient, Wehrfärbungen und Flecken von den Zahninen zu entfernen und ein strahlendes Lachen zu erzielen. Viele Menschen fragen sich, wie lange die Ergebnisse der Zahnaufhellung halten und ob es möglich ist, sie dauerhaft aufrecht zu erhalten. In diesem Video werden wir uns genauer mit diesem Thema befassen und einige Tipps geben, wie Sie Ihre aufgehellten Zahni länger strahlend halten können. Zu einer CHST einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Haltbarkeit der Ergebnisse der Zahnaufhellung von verschiedenen Faktoren abhängt. Dazu gehören die Art der verwendeten Aufhellungsmethode, die Pflege und Hygiene der Zahni sowie die Ernährungsgewohnheiten des Patienten. In der Regel halten die Ergebnisse der Zahnaufhellung zwischen 6 Monaten und 2 Jahren, aber mit der richtigen Pflege können Sie sie möglicherweise noch länger genießen. Es ist wichtig zu beachten, dass es verschiedene Methoden zur Zahnaufhellung gibt, darunter professionelle Bleaching-Behandlungen in der Zahnarztpraxis sowie rezeptfreie Whitening-Produkte, die zu Hause angewendet werden können. Die Ergebnisse können je nach verwendetem Verfahren variieren, wobei professionelle Behandlungen in der Regel länger anhalten als Hausmittel. Professionelle Bleaching-Behandlungen, die von Ihrem Zahnarzt durchgeführt 1/4 HRT werden, können die Zahni um mehrere Nuancen aufhellen und die Ergebnisse können bis zu 2 Jahre halten. Diese Behandlungen verwenden hochkonzentrierte Aufhellungsgels, die effektiver sind als die in rezeptfreien Produkten enthaltenen Bleichmittel. Während die Kosten für 1/4 eher professionelle Behandlungen etwas höher sind, sind die Ergebnisse in der Regel schneller sichtbar und länger anhaltend. Diejenigen, die sich für 1/4 eher rezeptfreie Whitening-Produkte entscheiden, wie Zahnpasten, Streifen oder Gelee, ist die Haltbarkeit der Ergebnisse in der Regel K1/4 sehr. Diese Produkte enthalten niedrigere Konzentrationen von Bleichmitteln und erfordern möglicherweise eine regelmäßige Anwendung, um die K1/4 ersten Ergebnisse zu erzielen. Die Zahni können K1/4 eher etwa 6 Monate bis zu 1 Jahr heller bleiben, je nach Produkt und Anwendungsweise. Um die Ergebnisse der Zahnaufhellung möglichst lange zu erhalten, ist es wichtig, eine gute Mundhygiene zu praktizieren und regelmäßig zur Kontrolle zum Zahnarzt zu gehen. Ein regelmäßiges Putzen, Zahnseide und Mundspa-Einviertelung kann Ihnen dazu beitragen, Wehrfärbungen vorzubeugen und die Helligkeit der Zahni zu erhalten. Darüber hinaus sollten koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, Tee und Rotwein sowie tabakhaltige Produkte vermieden werden, da sie Wehrfärbungen verursachen können. Eine gesunde Ernährung, die reich an Obst, K1/4 SE und Milchprodukten ist, kann auch dazu beitragen, die Helligkeit der Zahni zu erhalten. Obst wie Erdbeeren und Apfel enthalten K1/4-reiche Aufheller, die helfen können, Wehrfärbungen zu reduzieren. Milchprodukte wie KSE und Joghurt enthalten Kalzium, das dazu beiträgt, die Zahni stark und gesund zu halten. Zusätzlich zur Mundhygiene und Ernährung können Sie auch spezielle Zahnpflegeprodukte verwenden, um die Helligkeit Ihrer Zahni zu erhalten. Whitening-Zahnpasten, Mundspa-Einviertelungen und Streifen können helfen, Wehrfärbungen zu reduzieren und die Zahni aufzuhellen. Es ist jedoch wichtig, diese Produkte mit Vorsicht zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen, um Schaden an den Zahninen zu vermeiden. Insgesamt hängt die Haltbarkeit der Ergebnisse der Zahnaufhellung von verschiedenen Faktoren ab, aber mit der richtigen Pflege und regelmäßigen Zahnarztbesuchen können Sie Ihre aufgehellten Zahni länger strahlend halten. Bleiben Sie konsequent bei Ihrer Mundhygiene und Ernährungsgewohnheiten, um Wehrfärbungen vorzubeugen und ein gesundes, strahlendes Lachen zu erhalten. Wenn Sie Fragen zur Zahnaufhellung oder zur Pflege Ihrer Zahni haben, konsultieren Sie am besten Ihren Zahnarzt für 1/4 eher individuelle Empfehlungen und Beratung.